Ja, kann ich auch mal wieder machen. Waffe ausrüsten. Naja, gehen wir erstmal weiter. Sieh nur dieses Baby an. Eine Schönheit, was? Automatik, Zielerfassung. Erledigt den Lombax! Und eine neue Waffe. Unerlaubte Waffenaneignung erkannt. Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Oh je. Das sieht nicht gut aus. Rachel, wir müssen weiter. Wow. Das ist Schlageigentum. Ja, ja. Jetzt nicht mehr. Schiff zerstört sich selbst in 20 Sekunden. Mach schon. Coole Waffe. Und weg hier. Gut. War also gar nicht mal so verkehrt, dass wir uns die Waffe angeeignet haben. Ach, das sind irgendwelche Raketen. Jetzt habe ich es verstanden. So, jetzt. Ja, das sollte machbar sein. Hä? Moment. Warum geht das jetzt nicht? Jetzt haben die sich irgendwie blockiert. An alle Wissenschaftler, Vorsitzender Drake hier. Ich möchte euch für eure harte Arbeit in den letzten Monaten danken. Ich mag euer Anführer sein, aber ich bin gar nichts ohne die beharrlichen Schlag hier in dieser Anlage. Die Waffen, die ihr baut, werden eine glorreiche neue Ära für unseresgleichen einläuten. Ratchet, pass auf! Hui. Mr. Zukon will vernichten. So, jetzt habe ich auch mal den Hilfsroboter wieder eingesetzt. Also jetzt mit dem Raketenwerf. Einheiten zu Forschungsstation 5. Werfer-Dingensbummens finde ich jetzt nicht so dolle. Wie schießt der mich immer schon direkt einschusslos, obwohl ich das gedrückt halte? Warum ist dieser Roboter, der da jetzt auch mitschießt, solange der uns treu bleibt? So, was haben wir hier so alles? Ich glaube nicht. Ah, nein. Verdammt. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass wir dieses Gas berühren dürfen. Und was war? Ich springe natürlich voll rein. Ah, das ist eine Holokarte. Die holen wir uns. Ah, ich bin. Nein. Boah. Ich bin gesprungen und er läuft voll dagegen. Blöder Lombax. So, jetzt habe ich's. Holo-Cardback erhalten. Jo, was haben wir jetzt? Keine besondere.
Egal. Ach, verdammt, jetzt muss ich den Weg schon mal zurücklaufen. Jo, Easy Mode. Zu früh gefreut. Was ist das alles? Offenbar hat sich der Vorsitzende Drake eine eigene Armee aufgebaut. Muss ich das Viehzeug rauslassen? Wahrscheinlich schon, ne? Kapsel deaktiviert. Ah! Warum schießt er die ganze Zeit daneben? Verdammt. So. Was ist denn da noch? Testkapsel deaktiviert. Und weg damit. Gegen meinen Flammenwerfer kommt nichts an. Weil er eigentlich für sowas da besser ist. Für so eine Horde Viecher. Dass alle Projekte, Akten und Experimente Eigentum von Brad Industries. Feedback ist dennoch jederzeit willkommen. Und wenn ihr damit nicht einverstanden seid, beschwert euch einfach bei den bewaffneten, mautenlustigen Amtsbots, die zurzeit die Hallen patrouillieren. Zu eurer Sicherheit. Das ist ein Vieh, ich seh's nicht. Jetzt hab ich's. So. Wow! Verdammter Feischling. Bitte komm. Offenbar Drake mit Kreaturen herumexperimentiert. Ach, so ein paar Krabbeltiere machen doch Captain Quark keine Angst. Außer vielleicht Spinnen. Sind da Spinnen? Ah, jetzt habe ich ein komisches Gefühl in diesem Bett. In dieser Leitzentrale. Von wo aus ich dich beobachte. Boah, was geht denn jetzt ab? Ich bin verletzt. Wow, 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 wow. Flammenwerfer, erstmal nehme ich den hier. Und die Disco-Kugel. So, und dann nehme ich das hier. Dann. Was ist das hier eigentlich? Ach, genau. Boom. Und den Pixel kann man auch mal nehmen. Wow. Nein, 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 nein. Ah, verdammt. Ah, ich bin tot. Nehme ich die Granaten. So, weg damit. Ah, hört auf mit eurer grünen Rotze da. So, den habe ich. Und der noch einmal. Jetzt habe ich sie weg. Blöden Mistviecher. Ach, hier wäre Leben drin gewesen. Ist da noch irgendwo was? Sieht schon so aus, als wäre da oben was drin. Aber wie komme ich da rauf? Ah. So. Ich habe mich schon gewundert, dass die alle nicht reagieren. Stehen alle einfach so da rum.
ein Golden Bolt. So, da war noch mehr. Okay, war nur so ein paar Bots. Ja, ich gucke, ob dann irgendwie einen Haken gibt. Springt er jetzt da nicht hoch? Nee, da will er irgendwie. Will er da nicht hoch? Komisch, da oben ist auch noch was offen. Ich sehe es doch. Oder geht's nur hier auf der Seite? Hä? Na egal. Oh, das war Munition. Die hole ich mir noch. Gut, gehen wir weiter zu den nächsten ekligen Viechern. Schlag, Gefährt. Ich habe erfahren, dass einige von euch sich in das Sperrgebiet schleichen und Versuchsobjekt 857B Echo füttern. Dies ist eine freundliche Erinnerung, dass 857B Echo kein Haustier ist. Und wer beim Füttern erwischt wird, wird selbst verfüttert. Boah, hat er mich gerade in der Luft abgeschossen. Verdammt, das hat wehgetan. Verdammt. Und schon wieder gleich tot. Und tot. Mist. Jägerwerfer, Pixler, das bringt mir nichts, das bringt mir auch nichts. Den kann ich sowieso schon mal nehmen. Ja, den Flammenwerfer. Das Problem ist einfach nur. Ich habe erfahren, dass einige von euch sich in das Sperrgebiet schleichen und Versuchsobjekt 857B Echo füttern. Dies ist eine freundliche Erinnerung, dass 857B Echo kein Haustier ist. Und wer beim Füttern erwischt wird, wird selbst verfüttert. Ja. Und tot. Hallo, du Aliens. Ja. Ich brauche Nanotech. Ja, ist mir schon klar. Nein, ich bin schon wieder tot. Mann, ich hänge noch ganz lange mit Flammenwerfer auf den Viechern. Mark, Gefährten. Ich habe erfahren, dass einige von euch. Ja, haben wir schon gehört. Und Versuchsobjekt 857B Echo füttern. Dies ist eine freundliche Erinnerung. Wo ist denn wieder? Versuchen wir es mit dem Verpixler. Ein Haustier ist. Und wer beim Füttern erwischt wird, wird selbst verfüttert. Mr. Zukunft, wir vernichten. Aua! Ah! So, jetzt haben wir sie tot. Vielleicht solltest du den Jägerwerfer aufrüsten. Ja, irgendwas sollte ich vielleicht echt mal aufrüsten. Jägerwerfer? Weiß nicht, da war ich nicht so ein Fan von. Den kann ich mal aufrüsten. Längere Zeit, ja. Mehr Schaden. Jo. Jetzt bist du fast zu mächtig. So. Den haben wir jetzt mal ein bisschen aufgerüstet. Das nicht. Schmelzgranaten. Verpixler. Ja. Kann ich eigentlich auch mal weitermachen. So. Geheimnisvolle volle Ausrüstung freigeschaltet. Stabiles Plasma. Die Plasmakugel des Brenners fliegen noch weiter, bevor sie ausbrennen, sodass du Gegner auf große Entfernung treffen kannst.
Das ist nicht verkehrt. So. Das heißt. Nein, wollte ich gar nicht. Ah. Das ist kacke weg jetzt hier. Ist hier noch irgendwie was? Ne, von da sind wir reingekommen. Nehmen wir das hier ein bisschen mehr. Ja, den Brenner. Okay. Jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich immer zwei Strahle. Nee. Das haut nicht hin. Ein Strahl trifft immer noch nicht. Jetzt hab ich's. Da. Dann gehen wir direkt weiter. Ui. Achtung, Eindringling! Du hast die Testanlage eines Blag-Schnaggel-Monsters betreten. Der Vorsitzende Alonso Drake dankt dir für deine Opferbereitschaft. Ja, Captain? Wusstest du, dass Gregs Geheimprojekt ein Blag-Schnaggel-Monster ist? Wirklich? Ich frage mich, warum das in keinem meiner Memos stand. Ich hatte etwas weitaus weniger Tödliches erwartet. Keine Sorge, entspann dich und tu, was ich dir beigebracht habe. Was hast du mir beigebracht? Captain! Oh je. Wie war das mit dem T-Rex? Wow, ouch, ouch. Ah. Au. Lade Bodenstampfer Protokoll hoch. Mit schönen Dingen. Okay, zumindest schon mal getroffen. Nehmen wir den mal. Wir machen auf jeden Fall Schaden. Immer schön im Kreis laufen. Ja. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Genau, kühl dich mal ein bisschen ab, Mann. Ich habe nie so lange Zeit, auf den zu schießen. Ich frage, wenn er durchs Feuer läuft, ist er dann. Nimmt er Schaden? Komm. Ja, auf jeden Fall scheint es ihm nicht unbedingt gut zu tun. Ah! Verdammt. Das könnte ein ganz schön langer Kampf werden. Ja, schießt doch. Warum schießt denn immer zur Seite? Oh, was haben wir noch? Den können wir wiederholen. Können wir den mal tanzen lassen? Jo, er tanzt tatsächlich. Dann nehmen wir mal die Dinger. Wow. Okay, das scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Aber einfach. Boah, da ist er ja wieder. Das Schnaggelmonster. Mann, was wollt ihr hier? Haut ab. Boah.
Oh, 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 oh. Ah! Wer fackelt der Idiot denn hier so rum? Verdammt, hat er mich erwischt. Ah! Mann, 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 Mann. Dieses Schnaggelmonster ist aber echt nicht gut drauf. Na, holen wir uns den wieder. Und hier das Raketendingens. Oh oh. Lass mal erstmal wieder tanzen. Feuer! Keine Munition mehr. Ah, keine Munition ist nicht gut. Was das Ding hier? Den haben wir, den haben wir. Ach, ballern wir einfach mit dem wieder ein bisschen rum. Ah! Aktion! Gott, hier eine Menge Bolts rumfliegen. Ist ja schon wieder hier. Lass mal dich mal wieder tanzen. Da verbiegt es eigentlich mehr Schaden. Was für ein Ding? Oh nee. Ist nicht auch noch die da. Hier lassen wir auch mal tanzen. Ich die Abfackel. Flackeln da hier. Lasst mich in Ruhe! Ich will nicht dein Mittagessen sein. Ah, hier dieses Schnaggelmonster. Oh nee. Moment, bringt das eigentlich was, wenn ich den damit tanzen lasse? Nee, das bringt nichts. Nehmen wir den Blaster. Und wieder drüber. Hey, schießt doch wenigstens in die richtige Richtung. Aua. Ah! Ich nehme noch die Munition aus. Naja. Was haben wir denn hier noch so rumfliegen? Oh, das ist noch die Rakete. Aua. Kommt aber mal die Kacke da raus. So, mal ein bisschen tanzen. Und jetzt mache ich dich platt. Warum soll ich denn eigentlich vor dem fliehen? Ich mache den hier fertig. Aua! Da hinten leben. Ich glaube, da hinten ist Leben, oder? Oder? Nee, nicht schon wieder. Ah! Schieß in die richtige Richtung.